Die Frage ist nicht, warum von Berlin auf den Jested in einem Tag. Die Frage ist, warum nicht? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, und willkommen bei meinem neuen Video. Ja, ich befinde mich gerade zwischen Calau und Hoyerswerda und ich fahre heute weiter nach Süden. Ja, heute ist der Tag, ich versuche auf den Jested zu fahren. Es ist eine der drei Touren, die für mich dieses Jahr am wichtigsten sind. Der Jested ist ein Berg in Tschechien, in der Nähe von Liberec, und ist 1000 Meter hoch. Es ist der höchste Berg des Jeschken-Gebirges und also der höchste Berg der Region. Und ich hatte diesen Berg zum ersten Mal gesehen, als ich zur Neiße-Quelle letztes Jahr gefahren bin. Und seitdem will ich unbedingt auf diesen Berg fahren. Wirklich, also ich hoffe, mal gucken. Also heute viele Schwierigkeiten, also eine ist schon überwunden, die Nacht. Die Nachtfahrt war wirklich, wirklich sehr lang. Ich bin sehr früh gestartet, um das Unvorhersehbare also vorzubeugen, sozusagen. Platten, Panne, Umleitung, weil es ist wichtig, dass ich rechtzeitig am Fuß des Berges ankomme, damit es noch hell ist. Aber vor allem bin ich sehr früh gestartet, wegen des Gegenwindes. Heute kommt der Wind leider von Süden und von Bautzen, also zwischen Bautzen und Liberec, ist eine Windwarnung angesagt mit Böen bis 40 km/h. Aber ich werde mich nicht beschweren, weil es ist meine Entscheidung. Heute, ich weiß, dass es so ist, aber ich hatte mich so gefreut, heute diese Tour zu machen. Ich habe versucht zu sagen, okay, ich verschiebe diese Tour, ich fahre anderswo hin heute, aber ich konnte mich nicht überreden. Und ich konnte mich nicht auf andere Touren konzentrieren. Deswegen, ich fahre trotzdem, ich versuche. Und ja, im schlimmsten Fall fahre ich morgen drauf, mal gucken. Und es ist sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Also ich bin bei 5 Grad gestartet, aber
seit 4 Uhr. Ab 4 Uhr ist nicht mehr 4 Grad, sondern 2 oder 1. So, also ich muss mich beeilen heute. Mein Fahrrad ist auch bereit und freut sich. Und ja, also ich melde mich später. Zuerst sage ich noch, also die Etappen meiner Tour. Ich bin in Berlin gestartet und dann bin ich durch Zossen, Gossen, Luckau und Calau gefahren. Jetzt fahre ich nach Hoyerswerda und dort sollte der Weg sehr schön sein, also durch den Parwitzer See. Ich war noch nicht da, ich freue mich, das wirklich sollte sehr schön sein. Und dann fahre ich weiter nach Bautzen. Dort fangen die Höhenmeter an. Heute sind 2000 Höhenmeter angesagt, alle vom Bautzen nach Liberec. Und ich werde auch an den gleichen Orten vorbeifahren, die ich letztes Mal bei dem Spreeradweg besichtigt habe, beziehungsweise Neusalza-Spremberg, Ebersbach, Neugersdorf und dann fahre ich nach Zittau. Und dann fahre ich durch die Grenze nach Radek, nach Nisu. Und dann mal gucken auf den Jestet. So, genug geredet. Ich melde mich später, um besser meine Anstiege zu beschreiben. Und ja, bis später. Dieser Croissant ist so kalt wie Beton. Von Senftenberg, der Sedlitzer See. Dann kommt der Parwitzer See. Sehr schön. So was brauche ich wirklich nicht heute. Aber ich sehe kein ausdrückliches Verbot für Fahrräder. Mal schauen, ich versuche. Ich kann mir keine Umleitung leisten heute. Echt wunderschön. Und hier der Parwitzer See in der Nähe von Hoyerswerda. Wir fahren weiter entlang. Ich freue mich auf jede Waldpassage, ein bisschen geschützt vom Wind. So kann ich ein bisschen mich erholen. Die Nachtfahrt war ganz okay eigentlich. Es war das erste Mal, dass ich nach Süden gefahren bin, also in der Nacht. Und es war das erste Mal, dass ich 5 Stunden in der Dunkelheit fahre. Also ich bin immer nur 3,5 Stunden. Und ja, das war das erste Mal. Es war nicht ohne sozusagen. Also es ist mir nicht leicht gefallen. Aber ja, es war eine lange Nacht. Siehst du die schwarze Elster? Es ist 10 Uhr. Und wir haben 160 Kilometer
20 Kilometer, 25 vor Bautzen. Und es fehlen nur 100 bis zum Jested auf dem Gipfel. Weiter! Bautzen 11 Kilometer. Und heuer werden wieder 21. Leute, wirklich, werden nie wieder im Leben nach Hoyerswerda zurückkommen. Ich habe auch nichts gefilmt. Die Altstadt hatte die schlechtesten Straßen in Deutschland, ohne Witz. Nicht Kopfsteinpflaster, also das ist normal. Also wirklich schlechter Asphalt. Also unglaublich. Also, und auch Bürgersteig noch schlimmer. So, jetzt Bautzen 11 Kilometer. Ich bin, also, bin zufrieden. Also wir sind gut gekommen trotz des Windes. Es wird ein bisschen knapp, aber wir versuchen weiter und ab Bautzen geht es los mit den Höhenmeter auch. Bautzen erreicht, ich freue mich. Es ist 11.15 Uhr und ja, wir sind bei 180 Kilometer. Bautzen ist ein bisschen das Schreckgespenst von heute. Von hier wird der Winter stärker und vor allem fangen die Höhenmeter an. Also 2000 Höhenmeter ungefähr sind alle hier. Ich werde nicht durch Bautzen fahren, obwohl es eine sehr schöne Stadt ist. Ich habe das schon letztes Mal gesehen, aber also es Kopfsteinpflaster und so weiter. Ich habe ein bisschen einen Umweg geplant. Ich hoffe, es klappt. Fahren wir weiter in Richtung Neusalza-Spremberg und dann sind 15 Kilometer wahrscheinlich die schlimmsten der ganzen Tour, komplett in Gegenwind nach Süden. Dann fahre ich noch 5 Kilometer nach Südosten, aber ein bisschen Seitenwind nach Ebersbach, Neugersdorf und dann bei Kottmar eben und dann 30 Kilometer tendenziell bergab. Ich rechne mit diesen 30 Kilometern. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ich eine Pause mache. Ich fahre weiter, solange ich kann. Mein Fahrrad kann noch. Kleine Pause hier. Wir sind gerade rausgefahren aus Bautzen. Ich denke die ganze Zeit, werde ich es schaffen oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mich ein bisschen anlügen vielleicht, also wenn ich nicht ein bisschen daran glauben würde, wäre ich nicht gestartet. Aber wir sind gut in der Zeit, es ist 12 Uhr, alles hängt davon ab, wie lange ich brauche, nach Zittau zu fahren. Deswegen jetzt fahren wir wieder los und keine Pause mehr bis Zittau. Ich muss die Socken umziehen, es ist wirklich warm, 20 Grad. Die Thermosocken passen nicht mehr. Es ist schlimmer als ich dachte. Weil hier ist wirklich hoch, also ich hatte ganz ehrlich nicht damit gerechnet. Ich habe in Komoot geplant, ich habe gesehen ein paar Anstiege, vielleicht die gleichen des Spreeradwegs. Nee, das war was Neues, es war komplett eine Alpenüberquerung sozusagen. Naja, jetzt weiter, ich hoffe, jetzt geht es ein bisschen bergab. Wir sehen uns wieder. Diese war auch eine Etappe des Spreeradwegs. Da die Spree.
Oderwitz, das heißt 10 Kilometer bis Zittau. Das ist genau der gleiche Weg, den ich letztes Mal auch gefahren bin. Aber diesmal fahre ich nicht ins Hotel, sondern nach Tschechien. Ich muss zuerst aber Wasser finden, ich habe keine Kronen. Ich muss unbedingt in Zittau was finden. Es wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber so mache ich auch eine kleine Pause vor dem großen Anstieg. Nach Zittau waren strenger als gedacht. Es war nicht alles bergab und mit dem Wind war sowieso eine Nummer. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Zittau. Ich habe das Wasser gefunden, zum Glück in einem Biergarten, genau bevor ich die Stadt verlassen habe. Wirklich ein Glück. Ich war schon am Verzweifeln. Sollte reichen eigentlich. Ich habe noch ein bisschen. Jetzt, wie gesagt, ich fahre raus aus Zittau in Richtung Tschechien bzw. Radek nach Nisu, auf Deutsch Grottau. Und dann auf den Jested. Also ab hier jetzt, wir sind bei, ich muss gucken, wir sind bei 235 Kilometer und jetzt, also der Gipfel des Jested ist bei 266, das heißt noch 30 Kilometer. Es werden zuerst nach Radek, nach Nisu, drei Anstiege und dann bergab, also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann der große Anstieg des Jested. Der große Anstieg des Jested wird eigentlich 10 Kilometer lang, aber es ist echt steil, habe ich gesehen, 15%, 8%, 7%. Ich bin sehr, sehr gespannt. Komischerweise bin ich aber also nicht müde irgendwie, weil ich bin so gespannt vielleicht. Ich kann mir nicht erklären, ich habe vor zwei Tagen nicht gut geschlafen, weil ich habe an diese Tour gedacht und gestern habe ich 2 Stunden geschlafen. Und ja, vielleicht morgen werde ich den ganzen Tag schlafen, sowieso. So, es ist 14.57 Uhr, gut in der Zeit, es muss so weiterlaufen. 30 Kilometer bergauf jetzt. Also ich fühle mich nicht so wie vor dem Brocken, also das ist eine andere Sache. Bei dem Brocken war der Anstieg bei 225 Kilometer und der Weg nach Wernigerode war ziemlich flach. Hier heute war verrückt, mit Gegenwind noch dazu. Aber ich bin wirklich stolz auf meinem Fahrrad, also hat das gut gemeistert. So, wir fahren los jetzt. Für diese Tour habe ich dir eine neue Kassette und neue Kette geschenkt. Keine Ausrede mehr. Da die Neiße. Und hier fahren wir sogar ein Stückchen nach Polen. Ich freue mich total. Willkommen in Tschechien. Jetzt geht es los. Erster Anstieg, sagt das Navi, und es sieht gar nicht gut aus. Ziemlich steil. Naja, los! Jetzt bin ich müde und ich würde 1 Million bezahlen. Eine Person, die meinen Rucksack trägt. Es ist so schwer.
Erster Anstieg um. Aber ich sehe noch nicht den Jested. Also unglaublich. Und es ist nicht also klein. Kleine Pause hier. Ja, wir sind noch nicht auf den Jested. Es fehlen noch 15 Kilometer. Und das heißt noch 5 Kilometer Anstieg und dann kommt der tatsächliche Anstieg vom Jested. Ein Hund. Ja, und ja, also ich bin am Ende jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es, weil es ist schon 16.15 Uhr. Also ich habe noch 3 Stunden, aber ich sehe das ein bisschen schwierig, weil ich fahre wirklich sehr, sehr langsam. Wir fahren trotzdem weiter und ja, ich hoffe, ich erhole mich ein bisschen. Ich sehe zum ersten Mal den Jested in der Ferne, wo der Fernsehturm ist. Vielleicht in der Kamera ist es zu weit, aber es sieht wirklich weit aus und es fehlen nur 14 Kilometer. Boah. Siehst du ihn? Bringe mich drauf. Die Frage ist nicht, warum von Berlin auf den Jested in einem Tag. Die Frage ist, warum nicht? Da ist er! Es ist wirklich imponierend. Ich habe wirklich Angst. Es ist alles schön. Das Einzige, die Straßen sind echt zu vergessen. Noch 6 Kilometer. Dieser Berg ist echt brutal. Ich schaffe es wirklich nicht mehr. Und die steilsten Anstiege müssen noch kommen. Ich bin vielleicht bei dem steilsten Abschnitt. Hier ist 14% und da wird gleich 15. Aber dann, vielleicht wird es ein bisschen besser. Das gehört wahrscheinlich dazu. Ich hoffe, ich habe nicht das Mountainbike-Trail ausgewählt. Komisch. Ich habe auf der Karte gesehen, ich komme zurück auf der Straße. Ja, ich habe fast geplant. Straße wieder gefunden. Ich habe gerade gesehen, 4 Kilometer nur. Nur 2 schlimme Anstiege, kurz, aber die schlimmsten, also der schlimmste war unten, ganz unten. Jetzt geht eigentlich. Es fehlen nur 2, bin gespannt. Immer eine Baustelle, egal wohin man geht.
überall eine Baustelle, sogar hier, unglaublich. Ich würde ihn lieber Everest nennen. Letzter steiler Anstieg bei 14%. 888 Höhenmeter. Es fehlt nur 100 Meter, 127, aber ich muss eine Pause machen. Es geht nicht. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen auf den Yested. Ich bin so müde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin super froh. Es ist eiskalt hier. Das erwartete ich mir nicht. Ich musste mich sofort anziehen und ich glaube, jetzt werde ich frieren, auch bergab. Es war wirklich ein anspruchsvoller Anstieg. Am Ende waren Anstiege 10-11% und ich musste in den letzten 200 Meter 4 Pausen machen. Ich konnte wirklich nicht mehr, aber wir haben es geschafft. Noch ein Berg erreicht und ja, ich wollte wirklich dieses Ziel erreichen dieses Jahr und heute, ich hatte Zweifel, also wegen des Windes und so weiter. Fantastisch, also es ist alles toll. Eine Sache vielleicht, also die Straße hier, also die Straße nach oben ist wirklich schlecht und vor allem, ich glaube, auch mit viel Kiese wegen Schnees und ja, man rutscht auch mit dem Fahrrad, ist das nicht optimal. So, jetzt werde ich sofort runterfahren und zu meinem Quartier gehen in Liberec, nach Liberec, und wir hören uns später. Jetzt sind ungefähr 8 Kilometer nur zu meinem Quartier, zum Glück. Oder 10. Die Abfahrt war eiskalt. She told me that things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going down. Wow. I stopped drinking with the boys. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Liberec. Ja, ich bin bei meiner Unterkunft angekommen. Sehr nett hier in Tschechien. Sie haben Essen hier gegeben und sogar Tapas an der Reception und ich habe sogar ein Kuscheltier, echt super, und mein Fahrrad konnte rein.
Ja, wirklich, alles für 35 Euro pro Nacht, wirklich cool. Also, was kann ich sagen über diese Tour? Also, ich bin ultra froh, aber ich bin einfach zu kaputt, um mich zu freuen, aber ich bin einfach sehr, sehr froh. Diese Tour war sehr wichtig für mich. Und ich wollte seit langem auf diesem Berg eben, aber von Berlin starten. Also ja, ich hätte das in 2 Tagen machen können, ja, entspannter, aber es wäre nicht das Gleiche gewesen. Die Nachtwahl, wie gesagt, ist super gelaufen, bis es kalt wurde. Also viele Dörfer waren beleuchtet, Zossen heller als Las Vegas, wirklich unerwartet, mit vielen Straßenlaternen. Und ja, die Strecke war insbesondere, also im Allgemeinen auch diese, also die Strecke vor Tschechien hat mir total gefallen, vor allem auch die Strecke entlang dem Parvitzer See. Und ja, der einzige negative Punkt ist Hoyerswerda mit diesen schrecklichen Straßen. Aber egal, also es gehört dazu zu einer Tour. Die Hauptschwierigkeit waren nicht so die Höhenmeter, sondern der Wind. Es war wirklich ein starker Wind und er hat mich langsamer gemacht. Deswegen bin ich auch eine Stunde früher gestartet und es war sehr anstrengend bis praktisch am Fuße des Jested war Wind. Und ja, und auch viele schöne Orte wie Bautzen, Zittau und Tschechien ist wirklich schön. Die Landschaft, die Berge, wirklich fantastisch. Eins meiner Lieblingsländer, um zu radeln. Es ist das dritte Mal, dass ich hier bin. Ich freue mich total. Die Anstiege waren sehr schwierig manchmal, aber die schlimmsten für mich waren, ja, natürlich am Ende, der Jested waren meistens 11, 12%, vor allem am Ende, als ich nicht mehr konnte. Schrecklich, aber schlimm war der Anstieg zwischen Bautzen und Neusalza Sprengberg. Das war wirklich unerwartet noch dazu. Und der erste Anstieg nach Radek nach Nisu, also um zum Jested zu fahren. Also der erste Anstieg war sehr lang und steil. Und ja, dort habe ich wirklich Zweifel bekommen, ob ich es schaffe. Aber nach einer Pause ging es wieder gut. Schrecklich. Also heute war wirklich die anstrengendste Tour, die ich je gemacht habe. In allen Sinnen. In den Sinne, ich hoffe, dass diese Tour euch gefallen hat. Auch selbst wenn ich nicht so viel Zeit hatte zu filmen. Und ja. Bis zur nächsten Tour und bis dahin immer eine Hand am Lenker lassen. She wasn't happy and she wanted